Hallo, mein Name ist Jonas. Ich bin heute Ihr Physiotherapeut und erkläre Ihnen das Training mit dem Kamoped. Keine Angst, das Training dauert nur circa 10 Minuten und sollte Ihnen körperlich keine Probleme bereiten. Es ist für jede Altersgruppe konzipiert. Etwas Wichtiges vorweg. Versuchen Sie bitte, sich voll zu konzentrieren. Trainieren Sie langsam und achten Sie auf eine gleichmäßige Ausführung. Kamoped ermöglicht Ihnen jederzeit, das operierte Knie belastungsfrei in kontrollierten Bahnen zu strecken und zu beugen. Damit erlangen Sie die Möglichkeit, Ihre Therapie täglich sinnvoll und effektiv zu ergänzen. Sind Sie bereit? Fangen wir an! Warum Kamoped, werden Sie sich vielleicht fragen. Nach der Operation ist Ihr Knie zwar wieder stabil, doch eine normale Bewegung ist noch nicht möglich, da die Verbindung zwischen Knie und Gehirn teilweise unterbrochen ist. Die Verletzung, aber auch die Operation haben viele Sensoren, sogenannte Rezeptoren, zerstört. Die übrig gebliebenen Rezeptoren im Knie müssen nun lernen, die Aufgaben der Verlorenen zu übernehmen, um die volle Beweglichkeit wiederzuerlangen. Sie haben fast 3 Minuten geschafft. Prima! Trainieren Sie täglich und stets konzentriert. Ihr Arzt hat mit der Operation den Grundstein für den Behandlungserfolg gelegt. Jetzt sind Sie an der Reihe. Wann Ihre Beine Sie wieder durchs Leben tragen, liegt jetzt alleine an Ihnen. Setzen Sie sich ein Ziel. Was wollen Sie als erstes machen, wenn Ihr Bein wieder voll funktionsfähig ist? Führen Sie die Bewegung ganz bewusst aus. Gerade die Umkehrpunkte, von Beugung zur Streckung und umgekehrt, spielen eine große Rolle. Hier kann Ihr Körper wichtige Informationen für die Bewegungssteuerung sammeln. Sehr gut. Die Hälfte Ihres ersten Trainings haben Sie bereits geschafft. Trainieren Sie gleichmäßig und konzentriert weiter.
Haben Sie ein unangenehmes Gefühl im operierten Bein? Dann legen Sie eine Pause ein, denn es geht nicht um Schnelligkeit und Kraft. Es geht um Ihre Gesundheit. Super, gleich haben Sie es geschafft. Nur noch 2 Minuten. Trainieren Sie langsam und gleichmäßig weiter. Das Training mit dem Kamoped ist fast wie Radfahren, finden Sie nicht? Es wird immer wieder Etappen geben, die schwerer zu überwinden sind. Aber geben Sie nicht auf. Am Ende Ihrer Reha sind Sie wahrscheinlich sogar beweglicher als früher, wenn Sie jetzt dranbleiben. Noch 30 Sekunden. Sie kommen Ihrem Etappenziel immer näher und Ihr operiertes Bein hat heute wieder einiges gelernt. Viele tausende kleine Rezeptoren suchen sich neue Wege in Ihrem Knie. Dank dieser wird Ihre Beweglichkeit bald wiederhergestellt sein. Vielleicht erinnert Sie dann nur noch eine kleine Narbe an Ihre Zeit mit dem Kamoped.